Na, Yoshis, alles klar bei euch? Normalerweise versuche ich meine Videos ja immer lustig zu verpacken und irgendein lustiges Zeugs zu machen. Allerdings gibt es eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt. Es gibt eine Sache, die ich sehr liebe, und das ist Erdkunde. Ich liebe Erdkunde. Unsere Generation ist ja eher so die Generation Stubenhocker. Und genau aus dem Grund gehe ich heute mit euch raus zu Mutter Natur. Ich kann es selber kaum glauben. Und erkunden die Welt. Ich bin ganz aufgeregt. Wir sehen uns draußen. Wir sind jetzt auf Expedition und nähern uns so langsam dem ersten Grün. Stopp! Rechts vor links. Kommt nicht mein Auto. Ich glaube, es ist frei. Ganz ehrlich, sieht ein bisschen aus wie Drake auf seinem Albumcover. Oder? Drake. Wenn die Umgebung, in der wir uns gerade befinden, jetzt die Woche wäre, dann wäre das hier Montag und das hier wäre Freitag. Halt mich fest, das ist ein Traktor, wie geil! Ein Trecker! Oh! Wir haben was gefunden, das ist absolut faszinierend. Holunder! Sogar im Wald gibt es einen Angriff der Hecke. Badumts! Oh, wie schön. Guck mal. Ein paar Tannenbäume. Sneak on the pier and woke up, now the day looks perfect. Roll the J that perp, but first I need surface. Smoking all of that kill, need emergency nurses. Dip my feathers in ink and curse. Wo sind die Ponys? Auf jeden Fall gibt es hier in der Umgebung nicht nur Gras, nein, sondern auch Bambus. Ich höre die Marienkäfer rülpsen. Da steht ein Pinsel. Warte, solche andere Geräusche. Das hast du aber schön mit deinem Handy gemacht. Oha! Diese Linie, die sich bis nach Timbuktu zieht, da hat sich ein Elefant auf den Boden gesetzt und einfach schleifen lassen. Diese Brücke ist aus Sicherheitsgründen gesperrt. Das Betreten ist verboten. Bin ich irgendwie dumm oder so? Oder sehe ich keine Brücke? Oh! Ich sehe eine Aussichtsplattform. Wir sind jetzt an der nicht zu betretenden Brücke angekommen. Das traue ich mich nicht. Meint Yasim, sie wäre voll Bad Girl und so, ne? Hast du jetzt doch Schiss? Ich hab nicht gestanden, ich bin gelaufen. Pardon. Ich bin heute nur am Witze reißen, ey. Vielleicht stellen wir uns einfach noch ein bisschen auf die Aussichtsplattform und genießen den Ausblick. So, jetzt sind wir wieder an der Aussichtsplattform angekommen. Fette, fette Umarmung für den fetten Baum, wo gibt. Hate me, you hate me, I love you too. You too. Love me, I love you too. Yeah. You hate me, I love you too. Yeah. Get out, gotta get up, get up. 'Cause we just wanna love. Man sieht sich.
da geht's! Mach's nochmal! Mach's nochmal! Boah, wie scheiße! Hey, meinst du, dass da hinten könnten Ponys sein? Meinst du, dass da hinten könnten Ponys sein? Warte, ich seh nix. Meinst du, dass da hinten könnten Ponys sein? Ja. Oder? Meinst du, dass da hinten könnten Ponys sein? Ja, oder? Meinst du, dass da hinten könnten Ponys sein? Kannst du voll einen Remix draus machen. Meinst du, dass da hinten könnten Ponys sein? Meinst du, dass da hinten könnten Ponys sein? Meinst du, dass da hinten könnten Ponys sein? Ponys sein? Ponys sein? Meinst du, dass da hinten könnten Ponys sein? Meinst du, dass da hinten könnten Ponys sein? Meinst du, dass da hinten könnten Ponys sein? Du kennst doch diese Styler, oder? Die holen sich dann immer so einen geilen Hintergrund und dann so. Man lauscht. Was denkst du eigentlich, wer du bist? Du Wind. Hä? Einfach meine Kappe abmachen. Hä? Du. Mann, nee. Es ist schon nicht leicht, ein Hipster zu sein. Schönheit muss sein, auch im Fell. Was auch ganz wichtig ist, ist der Maschendrahtzaun, damit die Nilpferde nicht aus ihrem Gehege ausbrechen. Ganz, ganz wichtig. Ich würde sagen, da das sieht, warte mal. Ich muss es mal kurz auf die Konsistenz prüfen. Das fühlt sich an wie. Das sind auf jeden Fall. Kennst du, wie heißen die? Die mit dem langen Hals. Giraffen. Da hatten auf jeden Fall zwei Giraffen Geschlechtsverkehr. Ich muss schon sagen, manchmal kommt auf mir der innere Natur, nee, nicht der, die innere Naturwissenschaftlerin hervor. Ganz ehrlich, ich glaube, ich habe das von meinem Zwillingsbruder. Danke, Jeff. Kennst du dieses Spiel? Du musst über die Rippe springen. Sonst bist du tot. Hier an diesem Baum liegen immer für Passanten so ein paar Wanderstöcke parat. So, die kann man dann gerade mitnehmen, weil ja, die Safari kann halt doch nach längerer Zeit ganz schön anstrengend werden, ja. So, und hier von jetzt die Gärten der Lilliputan. Also befinden wir uns gerade auf gefährlichem Territorium. Die Aussichtsplattform Nummer 3, das ist Indonesisch für die Zahl 56. For the tour, yeah. I'm knocking on the door. You've been fucking with the homie Swift. Oh my God! Seht ihr das? Das hier? Wisst ihr, was das ist? Das, meine Freunde, ist gar nichts. Das sind einfach Löcher im Berg. Thank you.
kann meinen Augen kaum glauben. Ich habe wilde Krokodile gefunden. Da. Ein wildes Krokodil. Ich würde sagen, Krokodil kann man einfach nicht toppen. Deswegen machen wir uns jetzt wieder auf den Nachhauseweg. Da sehen wir uns dann. Ich hoffe, dieses Video war aufschlussreich und lehrreich, weil ihr sitzt ja nur drin, ja. Also ihr kennt die Sachen ja wahrscheinlich noch gar nicht. Dementsprechend hoffe ich, ihr habt heute was gelernt. Also wenn ihr heute was gelernt habt, dann seid ihr halt jetzt so 0,27% schlauer als davor. Wenn nicht, dann ne. Auf jeden Fall hoffe ich, wir sehen uns dann bald wieder. Beziehungsweise ihr mich, weil ich sehe euch ja nicht. Bis dahin, wie immer, haut rein. Huah!